Hallo ihr Lieben, auf geht's zu einem neuen YouTube-Video mit mir. Und zwar dreht sich alles um neue Produkte, die ich auf mein Gesicht testen möchte. Ihr seht, ich bin schon leicht geschminkt, minimalistisch geschminkt. Und jetzt zeige ich euch die neuen Produkte. Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, da nehme ich euch jetzt mit. Ich möchte es mit euch gemeinsam testen. Ich bin ultra gespannt, wie das aussehen wird. Bleibt dran, wenn euch das interessiert. Als erstes benutze ich jetzt einen neuen Concealer und zwar ist der von Manhattan Clean and Free. Das ist so eine Reihe von denen. Pflegender Concealer ist das. In der Farbe 010 Fair. Und den finde ich wirklich ganz schön. Und den verwende ich jetzt auf meinen Augenring. Ihr seht, ich habe auch schon ein bisschen was abgedeckt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber ich habe tatsächlich schon ein bisschen was abgedeckt mit dem Corrector. Und nun folgt der Concealer und ich bin sowas von neugierig, euch da mitzunehmen. Ich weiß allerdings schon, wie der aussehen wird. Also ich muss gestehen, da kann ich euch tatsächlich schon ein bisschen was zu sagen. Schaut euch das jetzt einfach mal an. Ihr werdet sehen, das verschwindet gleich alles ein bisschen. Das löst sich hier so ein bisschen auf. Die Textur, es wird immer dünner und dünner und dünner. Also es ist kein deckender Concealer natürlich. Aber es verschwindet die Textur hier überall so ein bisschen. Also ganz leicht, also minimalistisch, aber es verschwindet. Das ist wirklich ein Concealer, wenn ihr nicht viel abdecken müsst und wenn ihr viele Falten unter den Augen habt und wie gesagt auch nicht viele, ja, Augenverfärbungen, also wie heißt es, keine dunklen Augenschatten verdecken müsst. Also wenn ihr nicht so viel an Augenschatten habt, sondern nur so ganz leicht was auftragen wollt. Der ist sehr wässrig, finde ich. Deshalb verschwindet das auch so ganz leicht. Ich blende den jetzt ein bisschen ein und zeige euch dann gleich das Ergebnis. Er lässt sich auf jeden Fall gut einblenden und ja, das geht auf jeden Fall gut. Also das ist in Ordnung. Wie gesagt, es ist unter den Augen und so weiter und drumherum einfach nicht so extrem aufgehellt, würde ich sagen. So, ihr seht jetzt das Ergebnis. Also es ist noch nicht abgepudert. Also ich finde, man sieht, es ist definitiv noch so eine Feuchtigkeit zu erkennen. Hier, wie gesagt, habe ich noch keinen Concealer aufgetragen. Das werde ich gleich machen. Also ich finde das Ergebnis in Ordnung, wenn man wirklich nach was sehr Leichtem sucht. Ich muss sagen, für mich ist es okay. Also ich finde es schön, so, ja, zu sehen, dass es ein bisschen was abgedeckt hat. Aber ich bevorzuge eigentlich sogar deckenderen Concealer, aber ja klar, mit mehr Augenfalten, ich habe ja nun auch welche, ist es tatsächlich sinnvoll, so etwas zu nutzen, aber es bringt wenig Abdeckung, muss ich einfach mal hier so, muss ich hier so sagen, aber ich finde vom Pflegeeffekt ist das ganz schön und wie gesagt, Einarbeitung ist natürlich auch sehr easy, weil der sehr flüssig ist. So, ihr seht jetzt das Ergebnis, ich habe meine Augenpartie jetzt auch abgepudert ein wenig und ich muss sagen, das Ergebnis ist in Ordnung. Also ich finde gerade bei jetzt aktuell noch sehr sommerlichen Temperaturen, finde ich, ist das echt, echt okay. Also ja, hätte ich jetzt weniger Schlaf gehabt, hätte ich mich für einen anderen Concealer definitiv entschieden, aber ist in Ordnung. Also ich finde den echt gut. Wie gesagt, und wenn man noch weniger Augenschatten hat und mehr Falten oder so, dann ist das, finde ich, der perfekte Concealer. Ja, jetzt gehen wir über. Ich möchte euch endlich mal eine Highlighter-Palette zeigen, weil ich bin der Meinung, ich habe sie euch noch nicht gezeigt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist die Noctilucent-Palette von Blend Bunny Cosmetics. Und die ist wirklich super, super, super schön. Das Design ist so ein bisschen wie so eine Wolke, würde ich sagen. Und das Innenleben besteht halt aus sechs unterschiedlichen, ja, Farben, kann man sagen. Und ja, das changiert alles sehr, sehr schön. Ich finde es persönlich toll. Und ich werde jetzt zu dem Ton Phänomena greifen. Und das ist so ein wunderschönes Rosa. Und das passt zu meinem Look. Ich habe erst überlegt, ob ich noch umswitche. Aber ich denke, der Ton wird es werden. So, ich benutze jetzt den Pinsel hier von Flower Global Nose. Oder Flower Nose Global. Ich verwechsel diesen Namen immer. Und benutze den Pinsel, um den Highlighter jetzt hier so aufzutragen. Und ihr seht jetzt schon, hoffentlich seht ihr das gut. Das ist wirklich Glitzer. Es ist ein glitzeriger Highlighter. Ich finde es persönlich zwar ganz hübsch, weil da kommt ja noch ein bisschen mehr aufs Gesicht, ne? Aber es ist wirklich glitzerig, glitzerig, glitzerig. Das muss man, finde ich, wissen. Aber es leuchtet wirklich
Sehr. Also es leuchtet wirklich unglaublich gut. Ich finde es jetzt persönlich nicht schlimm oder so. Deshalb nehme ich auch eher so einen kleineren, fluffigen Pinsel, damit ich das auch besser so verblendet bekomme. Und ja, man könnte den jetzt, also den Farbton, den ich gewählt habe, auch als Blush-Topper benutzen. Ja, aber es ist natürlich definitiv ein Hingucker im Gesicht und macht auf jeden Fall was her. Den Highlighter benutze ich natürlich auch noch auf der Nase. Und dann hier auf der anderen Seite auch nochmal. Ich habe auch überlegt, ob ich das über die Lippen gebe. Das mache ich jetzt aber nicht, weil der eben so glitzerig ist. Das will ich dann irgendwie nicht haben. Ja, aber finde ich ganz, ganz hübsch, den Highlighter. Also das muss man natürlich mögen, wenn der so rausploppt. Aber ja, ich mag das ganz gerne. Also muss ich nicht immer haben. Es kommt auch immer darauf an, was für so ein, ja, also was für ein Eye-Make-up ich möchte. Aber das werdet ihr noch sehen, worauf ich hinaus will. Und ihr werdet auch sehen, wenn ich jetzt ein bisschen Blush und Bronzer gleich auftrage und so weiter, dann sieht man den gar nicht mehr so heftig, wie es jetzt vielleicht noch den Anschein macht. Genau, von daher, also ich bin ganz zufrieden mit dem Highlighter. Ich wollte ihn euch einfach mal in Action gezeigt haben. Der ist sehr glitzerig, aber auch sehr, ja, glowy, glitzerig, würde ich sagen. Aber ich mag ihn. Und umso mehr man den verblendet, umso mehr Glow kommt eigentlich. Und das finde ich total, finde ich total schön. Also ihr seht, ich habe jetzt das Gesicht quasi vervollständigt, habe ein bisschen Blush und auch ein bisschen Bronzer und so weiter aufgetragen. Ich finde, der Highlighter wirkt jetzt tatsächlich nicht mehr so extrem glitzerig, finde ich. Also finde ich jedenfalls, der fällt kaum noch auf. Also ihr merkt, sobald andere Produkte dann drüber kommen, sieht man das tatsächlich viel, viel weniger. Also ich hätte jetzt sogar Lust, noch mehr aufzutragen an Highlighter, aber ich lasse es jetzt erstmal, weil ich gucken will, wie es zum Look passt. Ja, der nächste Schritt ist jetzt, ich habe eine Palette rausgekramt von Steve Laurent und Steve Laurent ist eine Marke, die kenne ich überhaupt gar nicht. Die hatte ich ja von Lady Scarlett lieberweise zugeschickt bekommen und die möchte ich jetzt so ein bisschen mit euch austesten und keine Sorge, es wird noch aufregender, noch aufregender. Ich steigere mich in dem Look und bleibt dran. Es wird gut. Es wird sehr gut. Und ihr seht, die Palette besteht halt aus 9 Farben und die sind eher in Richtung Peach, in Richtung Pink. Und ich möchte jetzt damit so ein bisschen spielen. Zuerst benutze ich den Ton. Klopfe mir das nochmal ab, weil es ist doch ziemlich viel Kickback im Pfännchen. Und werde jetzt den Ton, ich hoffe, ihr seht es gut, es soll hier so ein bisschen in die Lidfalte rein. Ich ziehe es auch ein bisschen raus, so, weil ich einfach ein bisschen Farbe schon drin haben möchte in dem Look, bevor ich dann zum nächsten nachher komme. Und ich habe gedacht, das ist für mich so eine gute Basic-Palette, also sowohl für die Arbeit als auch eben für solche anderen Looks. Also ich muss sagen, es lässt sich sehr gut auftragen, wirklich sehr, sehr einfach. Finde ich erstmal prima. Und nun benutze ich, was nehmen wir? Ich nehme jetzt noch einen Cinch Beauty Pinsel, die E05. Ich habe eben übrigens also für die Lidfalte die E03 von Cinch Beauty genommen, jetzt den E05er. Und damit trage ich mir einen helleren Ton auf. Und damit verblende ich quasi jetzt nur noch mal außen die Kanten so ein bisschen. Also da sind kaum Kanten. Das lässt sich super, ja wirklich, also es lässt sich super verblenden. Das ist echt klasse. Und ja, und dann nehme ich euch mit zum nächsten Farbton. Und nun nehme ich einen Pinsel von, ich glaube, es ist Catrice. Catrice von der Love United. Heißt es Unites? Ich glaube Unites. Unites LE war das. Ein echt schöner Pinsel, muss ich wirklich sagen. Und da gehe ich in dieses dunkelste Pink hinein. Und auch hier tupfe ich oder klopfe ich den Pinsel kurz ab. Und dann trage ich es mir in die Lidfalte hinein. Ich hoffe, der hat ein bisschen Tiefe, ein bisschen Dunkelheit. Naja, nicht richtig. Also ich glaube, der Look bleibt hier so hell. Okay. Ja, das bleibt so hell, glaube ich. Ich glaube,
Dunkler kriege ich den Look nicht. Also es ist definitiv eine Palette für super helle Looks. Ja, also sehr hell. Ja, Farbe kommt auf jeden Fall aufs Auge, finde ich gut. Aber es ist eben nicht so, wie soll ich euch das sagen, nicht so Wawawu-mäßig, sondern wirklich soft, soft, soft. Das muss man wissen, wenn man dieser Palette arbeitet. Wenn ihr die denn habt, schreibt es mir gerne mal, wenn ihr sie habt. Ich glaube nämlich nicht, dass es so viele Leute haben, weil ich von der Marke selber tatsächlich nie irgendwas nie gehört habe. So. Deshalb denke ich mir, hat dann bestimmt auch nicht jeder. Aber vielleicht täusche ich mich auch, wer weiß. So, ich gehe jetzt mit dem E05 Pinsel von Cinch Beauty in noch einen Farbton rein. Und zwar überlege ich gerade, welcher es sein soll. Ja, gute Frage. Ich glaube tatsächlich, ich gehe sogar in einen Schimmerton und das ist der hellste Rosaton. In den gehe ich da jetzt rein, klopfe mir den wieder ab und dann trage ich mir den über das gesamte Augenlid. Und wie gesagt, keine Sorge, der Look bleibt nicht so. Es kommt da gleich noch ein bisschen mehr. Ich werde den Look jetzt nur so weit vervollständigen und euch dann zeigen, was denn noch so Spektakuläres dazu kommt. Aber es wird super. Ich sag's euch. Als nächsten Schritt werde ich jetzt arbeiten mit dem NYX Glitter Primer. Und der ist super. Den müsste ich mir tatsächlich mal wieder nachkaufen oder so. Den werde ich jetzt nutzen und werde mit denen auftragen aufs bewegliche Augenlid. Das zeige ich euch gleich. Beziehungsweise ich zeige euch eher den Schritt, der danach kommt, weil der spannender ist. Und zwar habe ich mir einen Glitter rausgesucht und zwar von Pro Glitz. Und Pro Glitz, das ist ein Opal-Multichrom-Pigment, die Farbe Afterglow. Und ich blende euch mal Swatches ein dazu, beziehungsweise ja, zeige ich euch das mal. Das sieht bei mir hier in der Kamera tatsächlich etwas mehr pinklastig aus durch die künstliche Beleuchtung. Wenn ihr im Tageslicht das sehen würdet, dann sieht das eher so ein bisschen grünlich aus. Ich versuche auch mit dem Look, den ich euch jetzt hier zaubere, auch noch Tageslicht zu zeigen, damit ihr das erkennen könnt. Aber es sieht wirklich vielversprechend aus, sage ich euch. Nun zeige ich euch das Ganze in Anwendung. Also ich mache mir Pro Glitz das Pigment auf. Ihr müsst wirklich immer gut aufpassen. Besser ist es sogar noch, das mache ich jetzt auch, damit mir auch nichts runterfällt oder so. Ich nehme mir einfach hier so ein bisschen, ja, diesen Deckelchen und nehme mir quasi das Pigment, was da ist, raus. Und ja, sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Und dann trage ich mir das schon mal auf einem Auge auf. Dann nehme ich euch jetzt hier mit. Ich hoffe, ihr seht es gut. Wow. Schaut euch das an. Wow. 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 Wirklich schön. Also ich finde, es sieht schon mal fantastisch aus. Wo ist mein Deckel? Genau. Also Wahnsinn. Wunder, wunderschön. Und das trage ich mir hier weiter auf. Und das wird, ich sag's euch, wenn ihr das im Tageslicht seht, ein großes Spektakel. Ich finde das selbst in der Kamera hier schon toll. Aber ja, also es ist schon toll. Es ist schon schön. Und da kann man wirklich sagen, wow, was für ein tolles Pigment. Deshalb finde ich Pigmente echt immer unterschätzt. Aber ich finde, für Pigmente muss man gut ausgerüstet sein. Man braucht einen Primer. Man muss wissen, wie man damit arbeitet und ja, das ist, finde ich, schon wichtig, so generell. Ich finde, die machen einfach immer so einen tollen Effekt und es sieht einfach so bombastisch aus, ganz, ganz toll. Ganz, ganz wunderschön. Wow. Also ich bin begeistert. So, als nächstes nehme ich euch mit auf die Reise zu einem Eyeliner und da freue ich mich so sehr drauf. Das ist nämlich von ColourPop. Ein Creme-Gel-Liner. Und zwar ist das die Farbe Prance. Und ihr wisst, Prance ist eine Farbton, den mag Angelica Nicholson total gerne. Und deshalb bin ich eigentlich mehr oder weniger auf diese Eyeliner aufmerksam geworden. Und witzig, dass ich genau diesen Farbton jetzt habe, weil eigentlich wollte ich ursprünglich einen anderen Farbton nehmen. Aber ich habe mich jetzt für Prance entschieden. Es ist ein richtig schönes, helles Azurblau, würde ich sagen. Ich finde,
Das passt mit diesem kühlen Pigment auf meinen Augen. Und das werde ich jetzt hier auf die Wasserlinie geben. Das Endergebnis. Und ich weiß nicht, was ihr sagt. Ich finde, das sieht so abgefahren aus. Und wenn ihr diesen Pigmentschimmer auf meinen Augen nochmal in einem anderen Licht seht, dann werdet ihr merken, die Farbe passt sehr, sehr gut. Das ist wirklich, passt super zu diesem kühlen Ton. Wow. Also ich bin sehr angetan von dem Ton. Der ist wirklich sehr, sehr schick. Ich überlege, ob ich die Seite hier noch ein bisschen intensiver machen kann. Ich brauche halt immer zwei Hände. Also eigentlich so ein Pinsel, so ein, ich habe hier so einen Spiegel, den dann zu halten, ist immer blöd. Ja, wunderschön. Also ich finde es richtig, richtig toll. Ich bin gespannt und schreibt euch das auf jeden Fall hier rein. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Wie lange hat Prance auf meinen, ja, auf meiner Wasserlinie gehalten? Ich bin richtig neugierig, richtig gespannt darauf. Jetzt nehme ich euch mit. Ich habe nämlich von Charlotte Tilbury eine Mascara. Ich habe sie vorab auf meinen Wimpern getestet, oben, auf die oberen Wimpern. Aber was soll ich euch sagen? War leider nicht so eine gute Entscheidung, weil ich brauche immer wasserfeste Mascara. Aber ich möchte die Mascara dennoch nutzen und habe mich jetzt dafür entschieden, die werde ich, das ist ein gewöhnliches Schwarz, die werde ich nutzen, um das auf meine unteren Wimpern zu geben. Und da nehme ich euch mit und bin gespannt, ob die das gut hinkriegt, weil die hat sehr schön, also wirklich schöne Borsten. Und ich lege jetzt mal los. Ja, wunderbar. Ich glaube, dafür ist die. Ja, schaut euch das an. Ja, dafür ist sie super. Dafür ist sie perfekt. Die trennt die Wimpern halt echt klasse. Richtig klasse. Wow, mega gut. Mega gut. Wie gesagt, die war nur auf meinen oberen Wimpern nichts, weil, tja, da war sie nichts. Da hat die den Schwung einfach nicht gehalten. Ich habe jetzt hier ein bisschen gepatzt. Ich persönlich bin so. Ich habe meistens immer so ein Kosmetikstäbchen und wische mir das dann weg und mache nachher nochmal ein bisschen Lidschatten drunter. Also ich mache das nie zum Schluss vom Look, weil ich finde immer, dass ich dann viel mehr reiben muss als vorher. Und so tue ich ein bisschen Lidschatten wieder hin und dann sieht es wieder gut aus. Das ist meine Taktik. Aber muss jeder für sich wissen, wenn er mal patzt. Also ich mache es lieber so. Wow. Also richtig gute Entscheidung, die Mascara für den unteren Wimpernkranz zu nehmen. Ganz toll. Ganz, ganz großartig. Ja, sehr schön. Also perfekt. Auch, also wirklich gute Wahl, gute Wahl. Wow, toll. Ich habe meine oberen Wimpern nochmal nachgetuscht. Unten nochmal ein bisschen kräftiger nachgetuscht. Und ich muss sagen, das Ergebnis gefällt mir richtig, richtig gut bisher. Ich habe mich jetzt entschieden für eine neutrale Lippe tatsächlich. Ja, der eine oder andere wird jetzt sagen, ah, aber. Ja, aber ich möchte euch nämlich gerne noch Produkte zeigen. Die habe ich euch wirklich, glaube ich, echt noch nicht gezeigt. Und es ist so schade irgendwie, dass ich sie euch noch nicht gezeigt habe. Egal, ich zeige euch jetzt eine Version davon. Und zwar nehme ich von Aiden Cosmetics einen Lip Liner. Der heißt, ich glaube, es ist Force, aber es ist die Nummer 31. Nutmeg ist es. Nutmeg. Das ist Nutmeg. Und ich glaube, Nutmeg wird sehr gut vom Farbton her passen. Ich muss ein bisschen über meine Lippenfalte gehen, damit das so ein bisschen passiger ist. Also, weil ich habe kaum, also ich habe keine richtigen Lippenfalten. Deshalb muss ich da so ein bisschen anders nachziehen. So, das sind jetzt die nachgezogenen Lippen. Ich überlege gerade, ob ich den Lip Liner nehme und damit ausmale. Jetzt mal den Pat McGrath Lippenstift, oder er heißt Lip Balm eigentlich. Das ist Blow Up Sheer Color Balm Lip Balm. Ja, der Farbton steht da jetzt nicht mit bei. Habe ich quasi den von Pat hier auf, drüber. Ja, genau. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber es neutralisiert so ein bisschen dieses extreme rötliche Tönchen auf meiner Lippe. Aha. Ja. Wobei kaum ein Unterschied im Prinzip zu sehen ist. Theoretisch könnte ich mir das nochmal ab, also so abessen, auf ein Taschentuch pressen quasi und dann nochmal drüber mit dem Lippenstift, also mit dem Lipbalm. Aber
Ich lasse es so, weil meine Lippen brauchen gerade echt Pflege. Und ja, und das bekommen sie dadurch. Ja, also ich finde, der Look kann sich sehen lassen. Ich werde den Look jetzt hier nochmal ein bisschen vervollständigen, ein paar Ohrringe rausholen und so weiter. Aber ich finde den Look wirklich verdammt schön. Das ist jetzt der fertige Look und ich muss euch sagen, wieder mal, ich lieb's. Ich finde es wunderschön. Also ich muss sagen, das ist sehr, sehr stimmig geworden. Hätte ich jetzt gar nicht zwingend erwartet, muss ich gestehen. Aber ich finde, das ist ein sehr schöner, ja, schon fast alltagstauglicher Look im Glam-Bereich natürlich. Ja, ich finde es sehr, sehr schön. Ich finde es toll, wie der Glitzer auf den Augen rauskommt. Es ist richtig toll. Auch, ich finde das auch irgendwie total klasse mit den Lippen irgendwie jetzt auch im Nachgang noch. Und bin extrem, extrem angetan, denke mir so, wow, was für tolle Produkte. Und das macht es, wenn man eben die neuen Produkte mal separat nutzt oder sich einfach mehr Zeit dafür nimmt. Ne? Ich finde, manchmal ist es einfach auch so schön, sich einfach mal mehr Zeit dafür zu nehmen, das dann auszuprobieren. Aber wie gesagt, ich bin ein Fan davon. Ich werde euch jetzt gleich noch ein paar Bilder einblenden, versuchsweise mit Tageslicht und so weiter, damit ihr den Look auch nochmal so sehen könnt. Und ja. Das mache ich jetzt und dann sehen wir uns nochmal kurz zum Schluss. Bleibt also dran, es kommen noch ein paar Bilder und so weiter, beziehungsweise Videoaufnahmen und dann sage ich nochmal Tschüssi. So, ihr seht mich jetzt hier nochmal in einer ganz anderen Beleuchtung. Und ich muss auch hier sagen, wow, es sieht einfach glowy und schön aus. Ich habe jetzt nicht ganz so krasse Beleuchtung, aber ich gucke gleich mal, dass ich noch eine andere Beleuchtung für euch finde. Ihr seht mich jetzt hier nochmal mit purer Badezimmerbeleuchtung und ich finde, hier wirkt der Ton tatsächlich Gold. Das ist so krass, aber auch total beeindruckend. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit Glitter, mit ProGlitz, mit der Marke, mit ColourPop, mit den Produkten, die ich generell aufgetragen habe. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie, ja, helfen, hilfreich sein. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gilt, gebt dem Video einen Daumen nach oben, damit ich für mich erkennen kann, jawohl, dieses Format mögt ihr. Und ich darf auch gerne nochmal so ein Video produzieren, vielleicht mit einem etwas anderen Look. Und ja, abonniert mich gerne, damit ihr keine dieser Videos dann verpasst. Und ansonsten bleibt gesund, habt euch wohl und bis ganz, ganz, ganz bald.